So schuften die kleinen Leute für den immer größer werdenden Bedarf an Kupfer und schaffen die Grundlage für Aufschwung und Wohlstand in der frühen Bronzezeit. Der wachsende Reichtum ermöglicht einer kleinen Oberschicht ein Luxusleben. Die Fürstenkinder müssen nicht auf dem Feld arbeiten. Neben den Früchten des Waldes steht Wild auf dem Speiseplan, wie archäologische Knochenfunde aus den Abfallgruben der Siedlungen belegen. Die Menschen der Bronzezeit sind keine Wandervögel. Während der ganzen Lebensspanne beträgt ihr Bewegungsradius nur wenige Kilometer. Mit Ausnahme der Händler und der Fürsten. Der ungewöhnliche Treck hat die weite Reise nicht ohne Grund unternommen. Gab es im vernetzten Europa Gipfeltreffen der Fürsten? Experten halten das für wahrscheinlich. Auch die Heiratspolitik dürfte bereits eine Rolle gespielt haben. In Gräbern fanden Archäologen die Spuren solcher internationaler Eheschließungen. Ungewöhnliche Frauenkleider, die aus ganz anderen Regionen stammten. War Nebra mit seiner legendären Himmelsscheibe eine Art Wallfahrtsort, an dem man sich traf, um über die Sicherung der Handelsrouten und den Nachschub mit Rohstoffen zu verhandeln? Dahin, wo Glanz und Reichtum zu Hause sind, verheiratet man gern seine Tochter. Bündnispolitik, bei der kaum Platz für eine Liebesheirat gewesen sein dürfte. In der fremden Umgebung wird der Braut wenig mehr als die Erinnerung an ihre Herkunft bleiben. Während ein berauschendes Getränk die Runde macht, versichern sich die Familien gegenseitig der eigenen herausragenden Rolle und sorgen so für friedliche Nachbarschaften über Hunderte von Kilometern hinweg. Wo Nahrungsmittel im Überfluss vorhanden sind, gedeiht auch das kulturelle Leben. Kunst entsteht. Das Gastgeschenk der Braut. Kleine Schiffchen aus Gold. Tatsächlich wurden sie so von Archäologen bei Nors in Dänemark gefunden. Symbole einer neuen Religion. Der Bräutigam schenkt seiner Angetrauten eine Bernsteinkette. Die Braut wird sie wohl bis zum Tod tragen. Solch eine Kette wurde bei Ausgrabungen nicht weit von Nebra gefunden. Vielleicht wird die stolze Mutter eines Tages den Kindern von ihrem aus der Ferne mitgebrachten Glauben erzählen, in dem goldene Sonnenschiffe, die den Himmel bereisen, eine wichtige Rolle spielen. Wie auf der Nebra-Scheibe. In einer weiteren Phase kommt ein neues Bild auf die Scheibe, nämlich ein Schiff. Ein Schiff, das über den Himmel fährt. Ein Schiff, das von einer neuen Religion kündet. Einer Religion, in der man glaubte, dass die Sonne mit einem Schiff transportiert wird. Das Goldschiff auf der Himmelsscheibe ist die erste Darstellung dieses Symbols, die je gefunden wurde. Auch an der Südküste Schwedens ist das religiöse Sinnbild unübersehbar. Mächtige Steinblöcke bilden ein monumentales Grabmal in Schiffsform. Auf den Uferfelsen in der Nähe sind Figuren eingemeißelt, die dem heutigen Betrachter rätselhaft erscheinen. Ist das ein Stier, das bevorzugte Opfertier?
Fragen, die Kopfzerbrechen bereiten. Steht die Axt als Symbol für einen unbekannten Gott? Neben den Kultäxten sind Fahrzeuge zu sehen, die sowohl Schiff als auch Schlitten sein können. Welche Ladung transportieren sie? Chefausgräber Christoph Sommerfeld ist aus Salzmünde nach Schweden gekommen, um eines der größten Bauwerke der Bronzezeit zu erkunden. Das Fürstengrab von Kivik. Es ist halb zerstört, doch der Wandschmuck im Inneren ist einzigartig. Sonnenkreise, maskierte Tänzer und seltsame Zeichen verwandeln die Grabsteine in ein Bilderrätsel. Welche Rituale fanden hier statt? Das ist das große Mysterium der bronzezeitlichen Religion. Was für eine Apparatur handhaben diese beiden Menschen dort? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sich dabei um eine mechanische Apparatur handelt. Mechaniken vielfältiger Art gab es in dieser Zeit schon. Das schönste Beispiel haben wir hier bei dem Streitwagen. Ein griechischer Streitwagen in Schweden? Mysteriös ist auch der Sonnenwagen von Trundholm. Ein bronzenes Pferd zieht die goldene Sonnenscheibe über den Himmel. Sonnenwagen und Sonnenschiffe. Wurde die neuerliche Veränderung der Himmelsscheibe aus dem hohen Norden beeinflusst? Aber auch im alten Ägypten kannten die Gläubigen das Schiff als heiliges Symbol. Ein steiler Schacht führt hinab zur Grabkammer des Pharao Setos. An den Wänden die Schilderung einer unheimlichen Schiffsreise, das Totenbuch Amduat. Der Verstorbene durchfährt auf der Sonnenbarke die dunkle Nacht des Todes. Auf dem Weg lauern überall Gefahren. Doch am Ende wartet auf den Pharao die Wiedergeburt, um an der Seite des väterlichen Sonnengottes selbst göttlich zu werden. Auferstehung, so wie es die Sonne jeden Morgen vormacht. Ob auch der sterbende Fürst in Mitteldeutschland auf ewiges Leben hoffte wie die Pharaonen, ist nicht überliefert. Auch nicht, ob er von der Sonnenreligion zuerst aus dem Reich am Nil gehört hatte. Sicher wollte er seinen wertvollsten Besitz weitergeben. Doch was die Experten verblüfft, die Himmelsscheibe wird noch einmal radikal verändert von ihrem neuen Besitzer. Jetzt wird sie ohne Rücksicht auf ihre ursprüngliche Bedeutung mit Löchern versehen. Von einem Menschen, der offenbar nicht mehr an ihre traditionelle Botschaft glaubt. Die Scheibe ist nun kein verborgener, versteckter Gegenstand mehr. Sie ist vielmehr ein Gegenstand, der allen gezeigt wird. Und deshalb wird sich auch randlich gelocht auf einen organischen Träger, vielleicht auf eine Standarte aufgebracht. Hat ein Fremder das Land an Saale und Unstrut erobert? Angezogen vom Reichtum und der zentralen Lage, so wie später Athen, Rom oder Konstantinopel lockten? Ist die Scheibe nur noch Siegestrophäe eines Tyrannen, um das besiegte Volk einzuschüchtern? In der Großgrabung Salzmünde sind die Archäologen auf ein hervorragend erhaltenes Skelett gestoßen. Wenn ein anderes Volk das Gebiet in der Bronzezeit erobert hätte, dann müsste es hier Spuren seiner Herkunft hinterlassen haben. Die Anthropologin Sandra Pichler wird herbeigerufen, um die Knochen zu taxieren und weitere Untersuchungen vorzubereiten. Systematisch wird allen Skeletten eine Probe entnommen, um sie auf möglicherweise noch vorhandenes Genmaterial, die DNA, zu testen. Höchste Sorgfalt ist geboten, damit der potenzielle DNA-Träger nicht von anderem Genmaterial verschmutzt wird.
Der Fundzusammenhang ermöglicht eine präzise Datierung der Gebeine. Es ist ein Zeitgenosse des Herrn der Himmelsscheibe. Vorsichtig entnimmt Dr. Pichler einen Zahn. Er soll in Mainz auf Überreste seines Erbgutes untersucht werden. Aber kaum ein Test verläuft erfolgreich. Nur selten bleibt verwertbares Zellmaterial über die Jahrtausende erhalten. Das spektakuläre Forschungsprojekt der Mainzer Wissenschaftler soll auch Informationen über den genetischen Code der Menschen aus der Umgebung von Nebra liefern. Im hermetisch abgeschlossenen Labortrakt beginnt die langwierige Prozedur. Zuerst setzt die Forscherin den Zahn aus Salzmünde einer Radikalkur aus. Die ultravioletten Lichtwellen der Leuchtstoffröhre zerstören jegliches Leben auf der Zahnoberfläche. Obwohl normalerweise keine noch so kleine Zelle die aggressive Behandlung übersteht, wird der Zahn zur Sicherheit einem mechanischen Säuberungsvorgang unterzogen. In einem nächsten Arbeitsschritt wird der Zahn zermahlen, Voraussetzung für einen weiteren Test. Denn im Zahnschmelz sind umfassende Informationen über die Lebensumstände des Verstorbenen verborgen, vor allem über seine Ernährungsweise. Das Ergebnis der Testreihe? Es gab weder Eroberungen noch Hungersnöte. Auch die Kinderskelette, die wir gefunden haben, zeigen also keinen besonderen Mangelernährungszeichen oder Zeichen für häufiges Krankheitsgeschehen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Kinder auch gut ernährt waren und so gut ernährt waren, dass ihre Abwehr eben sehr gut war. Die Archäologen sehen ihre Erkenntnisse durch die Testergebnisse bestätigt. In den Siedlungsschichten der Nebra-Zeit haben sie große Vorratsgruben entdeckt, in denen noch Reste von Körnern lagerten. Sie gehören zu den Getreidearten Einkorn und Emmer, den Urformen des Weizens. Bei Ausgrabungen wird immer eine große Anzahl Backöfen freigelegt. An frischem Brot herrschte im Land der Himmelsscheibe offenbar kein Mangel. Der fruchtbare Lößboden am Rande der Mittelgebirge bescherte regelmäßig ausreichende Ernten, um alle hungrigen Mägen zu füllen. Doch das musste nicht immer so sein. Jederzeit drohten extreme Klimaschwankungen, die selbst Weltreiche ins Wanken brachten. War es auch damals so, als die Scheibe ein letztes Mal durch die Siedlung getragen wird, gaben die Menschen ihr und ihrem letzten Herrn die Schuld für die